Petra von Strax hier. Ich begrüße euch zum neuen Teil, zum zweiten Teil, zum eigentlich in Tatsache ersten wirklichen Teil von Petra draußen mit Buch. Und zwar befinden wir uns heute im wunderschönen Darmstadt. Hinter mir seht ihr das Darmstädter Schloss. Und ich habe deswegen Darmstadt jetzt tatsächlich gewählt, weil es ist der Geburtsort meines Opas Friedrich. Und er ist hier aufgewachsen. Und was man noch zu Darmstadt, wenn man historisch interessiert ist, ganz wichtig sagen muss, ist natürlich, dass das Haus Hessen, die Familie Hessen, eine ganz enge Bindung an das russische, an die russische Zarenfamilie hat. Es haben einige Damen aus dem Hause Hessen in die Familie Romanow eingeheiratet. Und deswegen gibt es hier im Museum auch sehr viele Erinnerungsstücke. Ja, aber wir wollen heute weder über das Haus Hessen sprechen, noch über meinen Opa und auch nicht über den letzten Zaren, sondern wir wollen heute tatsächlich sprechen über Gloria von Thurn und Taxis. Das Buch, das ich euch mitgebracht habe und das ich euch vorstellen möchte, ist dieses hier. Es heißt Ungeschminkt. Man sieht es hoffentlich. Ungeschminkt. Und ist herausgegeben worden von Wilhelm Imkamp im Prestel Verlag. Das Ganze ist eine Sammlung von Artikeln, die über sie erschienen sind, Artikel, die sie auch teilweise selbst geschrieben hat. Und es ergibt, finde ich, beginnend mit dem Jahr 1980 bis zum Jahr 2020 eigentlich sowas wie eine Biografie der Fürstin. Jetzt ist natürlich die Frage, was verbindet mich mit ihr? Die Hautcreme. Ja, wir verwenden beide Olof Olas. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, und was soll mir das jetzt sagen? Ganz einfach, fragt euch, wie eure Hautcreme funktioniert und ihr wisst, wie ihr funktioniert. Nein, es ist so. Was die Fürstin Olof Olas und mich verbindet, sind genau drei Punkte, nämlich es ist ein bombastisches Preis-Leistungs-Verhältnis, wir sind unkompliziert und wir sind, ja, effektiv, unglaublich effektiv. Okay, so viel zu dem Zusammenhang zwischen Fürstin von Thurn und Taxis und mir. Ein paar biografische Anmerkungen darf ich dazu geben, nämlich die Fürstin hat schon vor ihrer Eheschließung im Jahr 1980 mit dem Fürsten Johannes von Thurn und Taxis eigentlich ein sehr interessantes Leben geführt. Sie stammt aus der Familie von Schönburg und Glauchau und ihr Papa war Journalist, ihre Mama stammt aus einem ungarischen Adelsgeschlecht. Und sie ist tatsächlich in Togo und Somalia aufgewachsen. Im Jahr 1970 ist ihre Familie nach Deutschland zurückgekehrt. Sie war hier auf dem Gymnasium und hat dann im Jahr 1979 ihren späteren Ehemann kennengelernt. Das Ganze in München. Und zwar, jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen blättern, und zwar im Lokal Bratwurstglöckel. Da waren sie jetzt nicht zusammen eingeladen, sie waren aber gemeinsam dort und sie berichtet in einem der Interviews hier drin, dass ihr an ihm der schäbige Pullover aufgefallen ist und dass sie gedacht hätte, der soll doch angeblich so reich sein, wieso kann der sich keinen Pullover leisten, bei dem die Ellenbogen nicht durchgerutscht sind? Und ja, das hat wohl jetzt nicht so ganz den richtig rasant positiven Eindruck auf sie gemacht. Aber sie haben sich dann nochmal im Café Reitschule getroffen, wo sie an einem Tisch auch saßen. Und sie hatte eigentlich in ein Popkonzert gewollt mit Freunden. Und er hat sich dann mit an den Tisch dazugesetzt, weil sie sich eben kannten. Und ja, wie es so kommen musste, er hatte keine Lust auf dieses Konzert. Ich glaube, es war Supertramp. Das wäre ihm alles zu laut, so hat er keinen Bock drauf. Und ja, dann sind die beiden sitzen geblieben, während die Freunde zum Popkonzert gegangen sind. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Geboren übrigens ist die gute Gloria
im Jahre, ich blättere, im Jahr 1960 und war damit um einiges jünger als ihr späterer Ehemann. Ja, wann kam sie so bei mir auf den Schirm? Eigentlich tatsächlich erst mit ihrer Hochzeit 1980, weil meine Eltern regelmäßig die Bunte gelesen haben und da war natürlich diese Hochzeit in Regensburg im Schloss St. Emmeram das Ereignis überhaupt. Und ich habe mich damals deswegen damit befasst, weil ich die royalen Brautmoden so schön fand und so spannend, was ja, wie man weiß, heute noch der Fall ist. Und ich hatte zuvor eigentlich die Hochzeit von Königin Silvia so richtig wahrgenommen und dazu war Gloria eigentlich der komplette Gegenentwurf. Also was Silvia anging, das war ein sehr schlichtes Kleid, es war unglaublich sophisticated. Sie war natürlich auch wesentlich älter als Gloria bei ihrer Hochzeit, aber das war alles, es hatte Stil, es hatte Klasse. Und es war beinahe minimalistisch. Dazu kam noch dieser sehr luxuriöse Orchideenbrautstrauß, weil Verhältnisse auch wirklich wahrscheinlich sehr luxuriös war. Und dagegen war Glorias Kleid eine Explosion an Spitzen, Rüschen, Volants. Dagegen ihr Brautstrauß, der, wenn ich das recht entsinne, hauptsächlich in Rot und Weiß gehalten war mit Nähten. Aber ich dachte, naja gut, sie ist jung und sie hat halt mal so richtig reingelangt. Ja, sie hat mit dem Fürsten drei Kinder bekommen. Und zwar, ich muss blättern, also der Wind ist mein ewiger Feind. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Es war so, dass sie im Jahr 1980 direkt die Tochter Maria Theresia bekommen hat. Dann folgte im März 1982 die Tochter Elisabeth und schlussendlich kam dann im Juni 1983 der Stammhalter Albert Maria. Ja, das Ganze ist eigentlich in dem Buch festgehalten, wie gesagt, anhand von Interviews, die sie gegeben hat, anhand von Zeitungsberichten, die über sie verfasst wurden, international, also es sind französischsprachig, englischsprachige Artikel dabei, wir haben auch Portugiesisch dabei, also es ist ganz bunt gemixt und ergibt, und das ist eigentlich das Spannende, tatsächlich ein rundes Bild der Fürstin. Und man könnte jetzt, woran sich vielleicht auch die meisten so an sie erinnern, als die Punk-Prinzessin. Sie ist ja aufgefallen, weil sie mit dem Münchner Friseur Meyer immer die unglaublichsten Frisuren erschaffen hat. Sie ist mit extrem auffälliger Mode unterwegs gewesen, kam damit auch zu BR, die halt einfach nur in den Schlagzeilen sein und liebt einfach diese öffentliche Aufmerksamkeit, die sie mit ihrem Look bekommt. Ja, diese ganze Party-Geschichte endete dann relativ schnell, weil nämlich im Jahre 1990 der Fürst an einem Herzinfarkt verstorben ist. Das Ganze bezeichnet sie auch selbst als den absoluten Bruch in ihrem Leben. Das war der Moment, wo halt, wie meine Mama damals gesagt hat, die Party zu Ende war. Weil zuvor galt Johannes von Thurn und Taxis als einer der reichsten Männer Deutschlands, wenn nicht gar Europas, mit einem gewaltigen Vermögen in einer eigenen Bank, in Wäldern, Grundstücken, also you name it, he had it. Und man ist eigentlich davon ausgegangen, dass Gloria und ihre Kinder einer zumindest wirtschaftlich gesicherten Zukunft entgegenblicken. Das Problem war, dem war nicht so. Der Fürst hatte tatsächlich in die Irre geleitet von Wirtschaftsberatern, von Steuerberatern, sich selbst für einen reichen Mann gehalten
und zu wenig Ahnung wohl gehabt von dem ganzen Thema, als dass er rechtzeitig hätte merken können, dass diese Leute dieses gewaltige Unternehmen einfach rasant gegen die Wand gefahren haben. Schlussendlich blieb die Fürstin zurück mit mehreren Millionen Schulden, mit einer ungeheuren Steuerschuld an den Staat Bayern und war im Prinzip, man kann sagen, ruiniert. Jetzt hat sich jeder gefragt, okay, was wird jetzt mit dem Mädel passieren? Was wird sie jetzt machen? Weil es hat ihr eigentlich keiner irgendwas zugetraut. Sie aber hat nochmal die Schulbank gedrückt, hat sich mit Wirtschaftsfragen befasst, hat sich das komplette Konstrukt angeguckt und ist ja kreativ geworden. Denn tatsächlich ist es so, dass eine der Haupteigenschaften der Fürstin die Kreativität ist. Sie kann nicht nur malen, sondern sie kann auch Unternehmen retten. Und zwar hat sie das folgendermaßen gemacht. Sie hat logischerweise Unternehmensteile abgestoßen, die einfach kein Geld mehr gebracht haben, vielleicht sogar sehr viel Geld gekostet haben. Sie hat mit dem Freistaat Bayern eine Übereinkunft getroffen, wonach der Freistaat aus all diesen Kunstschätzen, die in dem Besitz der Familie von Thurn und Taxis gesammelt waren, sich einfach die historisch wertvollen Stücke ausgesucht hat und hat dann aber auch hingekriegt, dass diese Stücke nicht aus Regensburg wegkamen, nach München zum Beispiel, sondern dort verblieben sind und sozusagen ihr Geld verdient haben, denn man kann sie heute besichtigen im Schloss St. Emmeram. Und ja, das war natürlich ein großer Sieg für sie. Dazu kam noch eine damals extrem aufwendige Auktion, die durch das Haus Christie's gemacht wurde. Und in dieser Auktion hat Gloria wirklich so ziemlich alles versilbert, was nach dem Rosinenpicken durch den bayerischen Staat noch übrig war. Allerdings hat sie gesagt, in einem dieser hier wiedergegebenen Interviews, dass wenn man 4 Harley Davidsons hat und verkauft, dann, naja, ich fand sie immer zu klobig, er hat sie gern getragen, aber okay, es gibt andere Menschen, die sie mit viel Begeisterung gekauft haben und die sehr glücklich sind, dass sie diese Uhr haben, vor allem weil er sie getragen hat. Also wir sehen im Prinzip bis hin zur Tiara, die sie zu ihrer Trauung getragen hat, ich loslassen kann. Und jetzt muss ich mal drauf zurückkommen, warum dieses Buch hier für mich eigentlich eine Biografie ist. Normalerweise ist es ja so, dass wenn ein Prominenter Interviews gibt, dann ist das zu dem Zweck, dass er sein eigenes Bild in seinem eigenen Sinne abrunden möchte und dass er eben dieses Bild nach außen transportieren will, über das er sozusagen das Sagen behalten will. Und das führt im Normalfall dazu, dass bei den meisten Prominenten diese Interviews ziemlich fragwürdig werden. Also, ich möchte jetzt nicht schon wieder Harry und Meghan erwähnen, aber es geht nicht anders. Und im Gegensatz zu Harry und Meghan, die wirklich jede Menge Blödsinn erzählen in ihren Interviews, ob wissentlich oder weil sie ihren eigenen Mist glauben, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, Gloria ist absolut authentisch. Das heißt, was sie sagt, wie sie es sagt, das ist wirklich sie. Und das kann ich deswegen behaupten, ohne sie persönlich zu kennen, kann ich wirklich behaupten, weil durch diese Interviews zieht sich die Entwicklung einer Frau hin zu einer sehr erfolgreichen Geschäftsfrau und Mutter, denn sie hat es hingekriegt, dass sie ihrem Sohn Albert zu dessen Volljährigkeit ein komplett saniertes Unternehmen überlassen konnte oder übergeben konnte, plus ein Unternehmen, was massiv in den schwarzen Zahlen war, und zwar mit mehreren Milliarden. Und ich denke mal, für die paar Jahre, die sie Zeit hatte, um das Ganze nach vorne zu kriegen, ist es eine richtig, richtig tolle Leistung.
Jetzt könnte sie natürlich in diesen Interviews, in denen sie, wie ich selbst gerade gesagt habe, extrem authentisch ist, könnte sie sich natürlich selber auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll sie ist und wie großartig. Genau das tut sie nicht. Sie bleibt also sehr auf dem Boden. Sie sieht auch ihre eigenen Handlungen teilweise sehr kritisch, erkennt auch an, dass sie teilweise Fehler gemacht hat, aber halt aus der Situation raus, weil sie es nicht besser wusste etc. Sie drischt auch nicht auf anderen rum, was man natürlich auch heutzutage ja gewöhnt ist. Denn, um ein Beispiel zu nennen, sie berichtet, dass solange ihr Sohn noch keine 18 war, sie die Vormundschaft hatte über ihn. Logischerweise zum einen, weil sie einfach die Mutter war und zum anderen, weil ihr Mann vor seinem Tod das noch testamentarisch festgelegt hatte. Dass sie aber aufgrund der Größe des Vermögens Leute staatlicherseits hinten dran gestellt gekriegt hat, denen sie ihre Aktionen jeweils erklären und begründen musste. Und die mussten dann alles, was sie getan hat, abnicken. Und daraufhin wurde sie gefragt, ob das denn nicht für sie sehr schwierig gewesen wäre und sehr nervig, dann immer irgendwie jemanden aus der Verwaltung fragen zu müssen, ob sie das jetzt darf oder nicht. Und daraufhin sagt sie, nein, überhaupt nicht, denn es sei eine ganz große Verantwortung gewesen, was sie da tat. Sie sei natürlich auch persönlich haftbar gewesen für wirtschaftliche Fehler und habe natürlich auch als Ziel gehabt, ihrem Sohn ein möglichst gut dastehendes Unternehmen übergeben zu können. Und von daher sei sie sehr. Und das ist hier jetzt wieder so ein Punkt, wo ich finde, wo Gloria gar nicht dieser Idee entspricht, die viele Leute von ihr haben, sondern dass sie sehr nüchtern auf Dinge guckt und eben auch mal aus einer anderen Perspektive. Ja, sie hat also ihre Kinder sehr erfolgreich großgezogen, ist eine große Kunstsammlerin geworden, Kinder an Kunst herangeführt hat. Und wie sie dann teilweise auch ziemliche Rückschläge erlebt hat, weil die Kinder eben oftmals mit moderner oder zeitgenössischer Kunst echt wenig anfangen konnten. Schildert sie hier alles sehr schön, sehr interessant. Und es kommt auch in dem Buch einer der wichtigsten Momente ihres Lebens, eines der größten, ja, wie soll man das sagen, Elemente ihres Lebens, ihres Denkens, ihrer Überzeugung zu Wort, zur Sprache, nämlich Religion. Gloria von Thurn und Taxis ist und war trotz ihres teilweise verrückten Auftretens und ihrer unkonventionellen Haltung vielen Dingen gegenüber eine, weil sie massiv in die Kritik geraten, grenzwertige Äußerungen, wo sie vielleicht auch nachher selbst gedacht hat, naja, da hättest du vielleicht mal ein bisschen länger drüber nachdenken sollen, bevor du sowas sagst. Aber es bleibt am Ende des Tages, dass sie eine sehr meinungsstarke Frau ist, sich auch in keine Schubladen quetschen lässt. Und immer wenn man so eine kontroverse Äußerung von ihr hört, ist es sehr, sehr notwendig, sich das komplette Interview, das komplette Gespräch anzuhören, anzuschauen, weil ganz oft eben sie zwischendrin so Knaller raushaut. Diese Knaller werden dann weiter verbreitet und vom restlichen Interview bleibt dann gar nicht mehr viel übrig, wo sie eben teilweise wirklich gut erklärt, wo ihre Meinung herkommt und warum sie diese Meinung hat. Ein Beispiel gefällig, die Homo-Ehe. Gloria von Thurn und Taxis ist eine entschiedene Gegnerin der Homo-Ehe, wenn sie auch sehr, sehr viele schwul und lesbische Freunde hat. Sie erklärt es auch in den Interviews und sie sagt, sie diskutiert auch sehr viel mit diesen Freunden und sie ist halt der Meinung, dass wenn man eine bestimmte Position einnimmt, dass man die auch Freunden gegenüber begründen muss und dass man eben die Meinung nicht ablegen kann, nur weil sie konträr zu der der Freunde ist.
Und dass das eben auch eine Freundschaft ausmacht, dass eine Freundschaft eben auch solche kontroversen Meinungen aushält. Und das ist natürlich was, was sehr interessant ist und was sie auch so unglaublich spannend macht. Sie lässt sich eben auch keinen Maulkorb verpassen. Sie ist in ihren Gedanken ein enorm freier Mensch, kommen kann, wenn man solche Sachen sagt. Aber das Geld ist es nicht allein, weil es gibt sehr viele Menschen, die noch sehr viel mehr Geld haben als sie und die trotzdem in ihrer Meinung, sagen wir mal so, nicht besonders standfest sind. Ja, alles in allem kann ich sagen, es ist ein wirklich wunderbares Buch. Die Interviews, ob sie jetzt älter sind, aktuell sind, sind allesamt super interessant, weil selbst wenn man ihre Meinung nicht teilt zu bestimmten Punkten, sie einen doch zum Nachdenken anregt und so einen kleinen Pop im Kopf auslöst. Das ist das richtig Gute, was man über dieses Buch sagen kann. Natürlich sind auch solche Schmankerl dabei aus ihren Interviews, wie aus einem, das sie in den frühen 80er Jahren gegeben hat, wo man sie gefragt hat, warum sie denn kein Privatflugzeug habe. Woraufhin sie antwortete, sie sei sich nie zu fein gewesen, mit anderen in der ersten Klasse zu sitzen. Das fand ich absolut krachig. Und ich glaube, da zeigt sich auch wirklich schön ihr Humor einfach, weil sie kann sehr gut über sich selbst lachen. Nicht inhaltlich, sondern von der Aufmachung her. Es ist, wie ihr seht, sehr groß und auch sehr schwer. Es ist also sowas, was die Amerikaner und Briten wohl als Coffee Table Book bezeichnen würden. Und das finde ich sehr schade, weil die Interviews eben so spannend sind, dass man da gerne immer mal wieder reinliest und das Buch eigentlich lieber in einem kleineren Format hätte, vielleicht sogar als Taschenbuch. Und dann könnte man eben so immer zwischendrin auch mal wieder was nachlesen, das so ein bisschen als Anregung zum Nachdenken aufgreifen. Und das ist halt, wenn man so ein dickes Buch hat, das nimmst du halt nirgends mit hin, außer du heißt Petra von Schnacks und drehst in Darmstadt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Oh, die Sprache. Das ist so ein Thema, weil in dem Buch, ich habe es vorhin angedeutet, sind auch Artikel aus anderen Ländern, fremdsprachige Artikel, wobei die Artikel auf Französisch und Englisch nicht übersetzt werden, die auf Portugiesisch zum Beispiel schon. Und da muss ich einfach sagen, das ist für mich ein großes Manko, weil ganz viele unter uns sind dieser Sprachen nicht so mächtig, dass sie einfach mal so einen teilweise recht elaborierten Artikel in dieser Sprache lesen und verstehen könnten. Und ich sag mal, wenn ich einen portugiesisch geschriebenen Artikel übersetzen kann, dann müsste ich der Einfachheit halber auch diesen französischen oder englischen Artikel übersetzen lassen. Das sollte eigentlich möglich sein. Was gibt es noch zu sagen? Es gibt ein ganz kleines Vorwort von Jan Fleischhauer, den viele als Journalisten und Buchautoren kennen, als Konservativen. Er schreibt, wie gesagt, ein sehr kleines Vorwort, in dem er einfach diese Gedankenfreiheit von Gloria preist, sozusagen. Und das ist ganz nett. Das wirklich wichtige Nachwort in dem Fall stammt von ihrem Bruder Alexander von Schönburg-Lauchau. Ihr kennt ihn schon. Ich hatte in der ersten Folge hatte ich sein Buch über die Queen besprochen gehabt. Er war auch so nett und hat im Nachgang ein bisschen an der Diskussion in dem Thread unter dem Film teilgenommen. Er hat ihn also gesehen. An dieser Stelle grüße ich recht herzlich. Und wie gesagt, er schreibt hier ein sehr interessantes Nachwort über seine Schwester, in der er so ein bisschen analysiert, in einem auch etwas größeren Text, analysiert das Medienphänomen seiner Schwester. Weil es ja das Verwunderliche ein bisschen ist bei ihr, dass sie in einer Zeit nach vorne kam, wo es kein Internet gab, es gab keine Digitalisierung. Wenn du eine fremdsprachige Zeitschrift oder Zeitung lesen wolltest, musstest du in die nächste Kreisstadt zum Bahnhof fahren und sie dort kaufen.
Du hattest auch keine Übersetzungsfunktionen und all das. Und trotzdem ist sie ganz prominent nach vorne gekommen und hat sich tatsächlich auch über diese Digitalisierung weg in den Medien, im Bewusstsein der Leute gehalten. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn ich genug kontroverses Zeug raushaue, dann wird auch immer drüber geschrieben. Aber in der jetzt vorherrschenden Stimmungslage, diesen ganzen Scheren im Kopf, die bei uns allen immer mehr um sich greifen, ist es eigentlich verwunderlich, dass man sie nicht tatsächlich totschweigt. Sondern sie ist immer wieder vorne mit dabei. Sie haut immer wieder einen Spruch raus, gibt einem immer wieder zu denken. Und das macht sie so spannend und so interessant und vielleicht auch mal für jemanden, der über Publizistik oder so eine Magisterarbeit schreibt, sicherlich ein ganz spannendes Thema. Ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Glory Elisabeth hat ein sehr interessantes Buch über ihre Familie geschrieben, was ein wirklich wilder Haufen sein muss. Also schaut mal rein. Wirklich nett zu lesen und man lacht als herzlich auf, wie das so ist, wenn die Familie ihre Treffen hat und dann die eine Fraktion für Geschenke verteilen ist und die andere frugale Fraktion vollkommen dagegen. Also sehr interessant und sehr amüsant auch. Also von daher die ganze Turn- und Taxische Familie ein sehr interessantes Konglomerat von sehr eigenwilligen Persönlichkeiten. Ja, insofern sei euch das Buch ans Herz gelegt und insofern es sich um Gloria von Turn und Taxis handelt, darf man sicherlich mit Fug und Recht sagen, es bleibt spannend.